Gut, dann starten wir rein in die Pressekonferenz nach dem 35. Spieltag. Der SSV in Ringsburg und Dynamo Dresden trennen sich heute Nachmittag 1:1 unentschieden hier im Jahnstein Ringsburg vor ausverkauftem Haus. Wir haben 15.210 Zuschauer hier begrüßt. Ich begrüße die Journalisten in der Runde und natürlich die beiden Trainer, zu meiner linken Joe Enox vom SSV in Ringsburg und zu meiner rechten Heiko Scholz von Dynamo Dresden. Und das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer. Herr Scholz, Ihr Statement zur Partie bitte. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, wir haben ein sehr intensives Drittligaspiel gesehen. Also die Zuschauer gehen heute, glaube ich, alle zufrieden nach Hause, außer vielleicht unsere. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte Regensburg 3-4 Möglichkeiten. Wir hatten 3-4 Möglichkeiten, also es war so Bari-Bari. Nach dem 1-0 haben wir dann versäumt, die 2-3 Konter, die wir hatten, vielleicht das zweite Tor zu machen. Aber dann, umso länger das Spiel ging, hat natürlich die Wucht von Regensburg zugenommen. Und letztendlich haben wir dann, ich glaube, in 88. Elfmeter gekriegt. Und am Ende war es dann wahrscheinlich ein verdientes 1-1. Dankeschön. Dann, Joe, würde ich dich bitten um dein Statement zur Partie. Ja, also kurz analysiert und ich bin mit allem einverstanden, was Heiko auch gesagt hatte. Es war intensives Spiel. Es war nicht so heiß, aber halt dieser Wetterumschwung, also vor 3 Tagen hat es hier geschneit und dann auf einmal bis über 20 Grad, das ist halt dieser Wetterumschwung. Aber halt die Jungs sind über diese Grenze hinausgegangen, das war halt schon cool. Es ist nicht immer einfach, so gegen so eine gute Mannschaft zu spielen und dann im Rückstand zu geraten und dann halt zurückkommen zu müssen. Aber wie die es gemacht haben, es war halt schon, ich bin sehr stolz auf diese Mentalität und ich freue mich unheimlich, dass wir halt in der Lage waren, halt einen Punkt hier mitzunehmen. Heiko, ich wünsche dir und deiner Truppe alles Gute für die restlichen 3 Spiele. Danke, Joe. Dann gäbe es die Zeit für Fragen. Maximilian Eichinger vom Jahnblock. Joe, ihr habt heute im Pressing etwas anders gepresst, im 4-1-4-1 ursprünglich. Ich fand, Noah Ganas war etwas isoliert. Dynamo konnte immer wieder über den Sechserraum auslösen. Fehlte da dieses kompakte, kollektive Nachschieben der zweiten Linie, damit ja eben dieses Auslösen über den Sechserraum möglich war? Also ich fand den Sechserraum halt extrem zu, muss ich sagen, weil Grille und Rasim halt gegen Will und Hermann gespielt haben, also gut gespielt haben. Wenn wir Will nicht im Griff bekommen, dann kann er halt alles machen, was er will. Und das wollten wir nicht machen. Und wir wollten ja eher halt, dass Lewald und Bünning halt diejenigen sind, die halt die Pässe spielen. Natürlich, gegen so eine gute Mannschaft muss man halt abwägen, okay, wen lassen wir frei? Und wir wollten das Zentrum komplett zu haben. Und das haben wir halt in der ersten Halbzeit gemacht. Deswegen war es so ein ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Halbzeit nach dem 0-1 stellen wir um auf ein 3-5-2 und da waren wir halt wirklich sehr präsent. Beide Seiten, Oscar und Conny, haben halt wirklich richtig gute Situationen gehabt. Wir haben das Zentrum trotzdem zugehabt und wir haben mit Elias Huth halt, der halt so viel Energie rein ins Spiel gebracht hatte. Und deswegen diese Wucht hat zugenommen. Natürlich wissen wir, dass Dresden am Mittwoch gespielt hatte und wir haben gesagt, okay, bis zum 90., bis zum 95. Gas geben und dann werden wir uns belohnen und so ist es auch gekommen. Ein Park rückte immer wieder hoch bei Dynamo, das habt ihr ausgenutzt. Conny, ja, kam immer wieder aus der Tiefe. Ich fand, es fehlte immer der letzte Pass. Ja, ist das vielleicht normal gegen so einen Gegner oder haukt ihr da alles an der Entscheidungsfindung? Das ist genauso auf der anderen Seite. Ich weiß, in der ersten Halbzeit hat Park 2 reingaben, die halt nicht genau angekommen sind. Also es ist halt bei beiden Mannschaften so ein bisschen Ungenauigkeit in den letzten Pass oder bei der letzten Aktion. Aber halt die Art und Weise, wie Conny halt da gespielt hatte, weil wir Park und Meier ganz anders analysiert haben. Die haben halt meistens im Mittelfeld geparkt und jetzt bei Heiko sind sie halt komplett hochgeschoben. Deswegen diese Umstellung müssen wir halt erstmal halt kurz anschauen. Und wie Conny da gegen den zweiten Halbzeit gespielt hat, war bärenstark. Ja, letzte Frage. Dieser Ausgleich in der 89. Minute, der kann ja wirklich brutal wichtig werden. Wie wichtig wird es jetzt sein, dass man ja dieses Momentum auf dem Rängen und auf dem Platz mitnimmt? Ja, extrem wichtig. Natürlich hat Münster heute gewonnen, das sehen wir auch alle. Die sind bis auf einen Punkt auf uns angerückt. Wir wollen diese Position auf jeden Fall verteidigen, aber halt wir können nicht halt diese Positionierung verteidigen, indem wir unentschieden spielen. Wir brauchen Siege. Und deswegen gilt es für uns einfach
voll fokussiert zu sein auf das nächste Spiel gegen halt Freiburg 2. Wir werden halt wirklich die Woche halt richtig Gas geben, sodass wir halt wirklich ja, diese Wucht, was wir in der letzten Minute gehabt haben, halt mitnehmen können von Anfang an. Und letztendlich, dieses Momentum ist gut, ist besser als verlieren, ja. Danke, Joe. Dann war noch eine Nachfrage in der ersten Reihe. Gerne Name und Medium nennen. Thomas Nahndorf, Dresdner Morgenpost. Heiko, du hast selber gerade gesagt, ihr habt einige Konter fahren können, aber am Ende hat die Kraft gefehlt. Lag es nur am Mittwoch und am Wetter? Das weiß ich nicht, aber war ja augenscheinlich, dass wir es nie zu Ende spielen konnten. Wir hatten 3-4 Möglichkeiten und so viel kriegst du auch nie gegen Jan Regensburg. Und ja, sie hatten dann, offensichtlich hat man ja auch gesehen, mehrere Baustellen dann, was kräftemäßig war. Und ja, leider hat es nie gelangt bisher. Nachfrage zu Stefan, der hat das 1-0 geköpft, ist dann zu den eigenen Fans. Wie gut, auch wenn es zum Schluss nicht zum Sieg gereicht hat, tut gerade ihm der Treffer? Ja, das tut uns allen gut. Ne? Wir haben ja auch eine Durststrecke hinter uns, haben dann jetzt im Pokal Mittwoch, das war auch ein sehr schweres Spiel, das erste Mal wieder mal ein Gefühl gehabt für einen Sieg und deswegen ist das heute sehr bitter, weil wenn der Kuba den wegspielt, dann sind vielleicht noch 2 Angriffe und dann gewinnst du hier 1-0 und dann wäre das ganz anders hier gewesen. Ne? Da sind wir auf 3 Punkte ran. So sind natürlich die Jungs jetzt erst einmal Kopf unten und fertig, aber ich sage, wir haben noch 3 Spiele und ich habe alles schon erlebt im Fußball. Wir werden weiter Gas geben. Gut, scheint alles beantwortet zu sein. Dann auf jeden Fall den Gästen gute Heimreise und viel Erfolg in den restlichen 3 Spielen. Ah, doch eine Nachfrage. Na, können wir dann machen. Okay. Machen wir im Anschluss. Okay. War das bloß ein Krampf bei Kammerknecht zum Beispiel, als er raus ist, oder hat er sich möglicherweise verletzt, weil diese Position ist ja bei Dynamo nicht so ohne weiteres zu ersetzen. Ja, so wie es aussah, hat er erst einen Krampf gehabt. Ich hoffe nicht, dass da was Schlimmeres ist, aber da habe ich noch gar nicht nachgefragt. Und ich natürlich wünsche euch auch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, Heiko. Dankeschön und allen anderen ein schönes Wochenende noch. Vielen Dank. Ja.